Sie wieder zusammen. Das war's. Jetzt steht nichts mehr zwischen uns und dem salarianischen Camp. Thank you.
Commander, die Normandy ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Ist das, Ken? Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Was sollen wir in der Zwischenzeit machen? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Wir konnten Ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geht. Ist er hier? Haben Sie ihn gesehen? Nein, aber seine Geht sind überall und wir haben einige Funksprüche abgefangen, in denen er erwähnt wurde. Das hier ist seine Einrichtung. Irrtum ausgeschlossen. Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Die Geth sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee, damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Machen Sie es kurz, Captain. Die Zeit läuft gegen uns. Dessen bin ich mir bewusst, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Rex' Verhalten gefällt mir nicht. Er ist bis zum Äußersten gereizt. Mir gefällt es nicht, wie Rex sie ansieht. Passen Sie auf sich auf. Commander, kommen Sie zu mir, wenn Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Das ist nicht richtig, Shepard.
Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Ich verstehe, dass Sie wütend sind. Aber wir beide wissen doch auch, dass Saren hier der Böse ist. Er ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Das war's dann. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Diese Kroganer sind Sarens Sklaven. Werkzeuge, Marionetten, die er benutzt und dann wegwirft. Ist es das, was Sie für Ihr Volk wollen? Nein. Wir waren einst Marionetten des Rats. Zum Dank dafür, dass wir die Rachni auslöschten, haben sie uns alle kastriert. Ich bezweifle, dass Saren so großzügig sein wird. Okay, Shepard. Sie haben sich klar ausgedrückt. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich vertraue Ihnen weit genug, um Ihnen zu folgen. Nur noch eine Sache. Wenn wir Saren finden, gehört sein Kopf mir. War wirklich beeindruckend, wie sie den Kroganer besänftigen konnten. Danke, dass Sie mit dem Kroganer gesprochen haben. Der Sturm auf Sarens Basis wird auch so schon schwierig genug. Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben? Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Es klingt wirklich etwas riskant. Gibt es keinen anderen Weg? Nein, aber ich glaube, es ist zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle? Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief.
Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wer ist für die Mission am geeignetsten? Beide wären geeignet, Commander. Beide scheinen bereit zu sein, wenn nötig, ihr Leben zu opfern. Obwohl ich hoffe und davon ausgehe, dass das nicht nötig ist. Williams, Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Igor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Fassen Sie den Plan bitte nochmal kurz zusammen. Sie sind das Team Shadow. Wir werden für Ablenkung sorgen, während Sie in die Basis eindringen. Arbeiten Sie sich bis zur Brutstätte im Herzen der Einrichtung vor. Schalten Sie die Flakgeschütze aus, damit die Normandy landen und den Nuklearsprengkopf abladen kann. Wenn wir soweit kommen, werden wir versuchen, Ihnen mit den Geschützen zu helfen. Aber verlassen Sie sich nicht darauf. Sobald Sie die Bombe haben, deponieren Sie sie neben den geothermischen Leitungen. Dann verschwinden Sie, bevor das Ding detoniert. Gut, dann los. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich... Viel Glück. Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht. Es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Kroganer gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Check. Können Sie mich hören, Commander? Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive.
Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eagle-Team. Manova, Jango-Team. Los! Wird Zeit, auf uns aufmerksam zu machen. Helfen können. Gebiet gesichert. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manovai! Entdeckung!
Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Schritt weichen. Jaito, zu mir. Shadow muss nahe dran sein.